Ja Mensch, das bin ich für die Leute, die es noch nicht wissen. Und ja, wer bin ich? Ich bin der Kalimo natürlich. Ja, wir waren jetzt die letzten 2 Tage lang auf der Gamescom. Einen Tag lang, wo nur Fachbesucher drauf durften mit hier meinem tollen Ausweis, wo ich natürlich meinen Namen verdecke. Hoffentlich, ja. Aber da waren wir im Business-Bereich und haben uns das mal angeguckt. Und ich bin jetzt hier, um ein kleines Fazit darüber zu schließen oder zu ziehen oder was auch immer, wie die Tage so waren, was wir erlebt haben. Wir waren jetzt Mittwoch und Donnerstag halt da. Heute ist Donnerstag, wann auch immer dieses Video kommt. Es ist heute, wo ich das aufnehme, Donnerstag. Auf jeden Fall, Mittwoch war folgendermaßen, es war leer. Es war sehr, sehr leer, denn ja, Fachbesucher bedeutet, es sind weniger Leute da als beispielsweise am Donnerstag oder am Samstag. Auf jeden Fall sind wir angekommen, haben eigentlich nicht gespielt. Wir waren einmal nur kurz beim Oculus Rift Stand und haben uns das Ding mal angeguckt. Ich habe nur gemerkt, dass ich für diese Sachen nicht geschaffen bin und mir da leicht übel wird. Aber ich habe das Spiel gemeistert, was wir da gespielt haben. Ich glaube, Hotshot oder so hieß das. Ich weiß es nicht. Irgendwie Zeit verlangsamen und anhalten und so irgendwie mit Bewegung. Sehr merkwürdig und auch Oculus Rift mäßig war das irgendwie nicht so geil. Aber nun gut. Dann waren wir halt im Business-Bereich, in der Business-Area, hatten uns da eigentlich was anderes von vorgestellt. Wir dachten so, boah, geil, ist ja richtig nice. Und dann waren da fast nur asiatische Stände oder so etwas. Auf jeden Fall kann man da hingehen, kann sich beispielsweise YouTuber mit anderen, nicht mit anderen YouTubern, sondern mit den Publishern und Entwicklern und so absprechen. So, Mensch, ich mach das und das. Habe ich nicht gemacht, weil meine, mein Repertoire ist jetzt nicht so groß, als dass ich sagen könnte, komm hier. Nehme ich dieses MMO, weil die Leute so auf MMO stehen. Nee, das ist nichts für mich gewesen. Aber es war ganz nett, das mal zu sehen, so, weil das sieht man ja sonst als normaler Besucher nicht. Wir haben dann den Hatzel getroffen. Grüße an dieser Stelle, Hatzel. Der hat auch einige Videos gemacht, glaube ich, wo ich drin vorkomme und so. Und da muss man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das verlinke ich in der Videobeschreibung, denke ich mal. Ja, dann haben wir noch so einige andere Leute getroffen. Wir haben auf jeden Fall Leute wie Sarazar gesehen, wie Ungespielt gesehen und wie sie alle heißen. Haben mit dem Tino von Wartime Dignity, also Pink Panther, kurz geschnackt. Der wollte bloß eine rauchen und war dann plötzlich weg. Ich wollte ihn auch nicht hinterherlaufen. Aber sonst sind wir nachher noch schön was zu trinken gegangen mit den Leuten von der Call of Duty Infobase. Aber sonst nicht mehr viel. Und heute war halt normaler Besuchertag, war extrem voll. War aber auch lustig, weil wir haben da einige Leute getroffen wieder mal. Den Jimpanse zum Beispiel. Und auch die Leute General Pilofas und Günther Shadow. Das dürfte einigen Leuten etwas sagen. Mit Günther Shadow kommt wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auch demnächst was. Aber was es kommt, oder was es kommt, was kommt, sage ich jetzt noch nicht. Das werdet ihr dann ja sehen. Ja, ansonsten habe ich hier so einen coolen Sticker, so einen Heatbox-Sticker, voll geil. Habe ich bekommen vom Pwn for Gamers. Ansonsten gibt es gar nicht viel zu erzählen. Wir nächtigen in einem wunderschönen Hotel, 4 Sterne haben wir uns gegönnt. Und ja. Also der Ausblick hinter mir ist genial. Auf jeden Fall, ja, Gamescom war cool. Wir haben keine Spiele angezockt, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich weiß, welche Spiele ich mir so sagen könnte, welche ich mir hole. So entweder The Witcher 3, das steht auf jeden Fall auf der Liste drauf. Ansonsten wüsste ich jetzt so spontan nichts, aber man wird ja sehen, was da noch so kommt. Also das wäre es von meiner Seite aus ein kurzer Rückblick, so der ganz, ganz spontan und ganz, ganz kacke ist. Aber egal, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.